Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday 2. Ja, ich habe die erste Episode jetzt hochgeladen und nicht veröffentlicht, meine ich. 1,5 Stunden oben und schon ein View. Meine Güte, ich bin begeistert. Beneath the Mountain ist die nächste Mission, die wir haben. Das ist zum ersten Mal eine Log-Sache. Beneath the Mountain. Genau, Buy Contract klingt super. Hoffentlich keine Infinite Loading Times. Doch, gut. Geht. Ja, ich hab übrigens nur ein Bild zusammengestellt, so ein Pistol-Bild, den werden wir zum Schluss mal durchgehen. Ich habe das jetzt vergessen, am Anfang zu zeigen. Hier ist es sinnvoll, ein paar verschiedene Sachen zu haben. Im Normalfall Mountaintop lohnt sich oft, eine Sache zu haben. Und Vault Area nehme ich auch nochmal eins extra. Nur für alle Fälle. Gut, das ist ein Pistol-Bild. Dr. Bag ist, glaube ich, sinnvoll. Ich würde sagen, dann legen wir mal los. So. Punkt. Gut, dass mich das keine Munition kostet, weil so viel habe ich davon nicht. Haha. Very valuable loot. Das freut mich sehr. Sehr schön. Breaching Charges. Gerne mache ich das. Die kann ich im Anschluss anbringen. Ja, ich muss den Ton wieder einen Tick leiser drehen, ansonsten verstehe ich wieder meine eigene Stimme nicht. Die Audio Balance müsste jetzt auch wieder besser sein als ein paar der früheren Parts, wo ich vergessen habe, eine der anderen Sachen umzustellen, die wichtig gewesen wären. Wo ist denn das letzte Ding da? Sehr gut. Der Vorteil ist, das ist halt ein sehr schneller Bild. Haha. Ja, da muss ich mich zurückhalten, dass ich da nicht anfange, ein weihnachtliches Lied mit Snippy Snip zu singen. Das wäre unsinnig. Ja, gut. Dann nehme ich hier noch ein Paket mit. Warum auch nicht? Oh, das ist schon erledigt. Ja, der Bild gefällt mir relativ gut. Das ist halt einfach ein Akimbo-Bild. Akimbo-Pistol-Bild und das hier für Defenses. Hier muss ich halt aufpassen, dass ich tatsächlich wieder Headshots mache. Ist aber etwas einfacher hiermit. Und natürlich die Shotgun, die Judge, nachdem wir es inzwischen hernehmen können für die anderen Sachen. Ja, hier soll man sich beeilen, weil hier ist, kann ein SWAT-Turret oder kann ein SWAT, so ein Turret halt auftauchen. Das ist relativ nervig, lästig, wie auch immer. Ich beeile mich mal kurz ein bisschen. Ah, da oben. Yep, das ist auch noch so ein Bug mit dem Licht, das nervt. Aber gut, kann ich nichts daran ändern. Kein Bulldozer dieses Mal. Gut. So freundliche Mitarbeiter. Ist jetzt noch kein Turret. Interessant, wie ungewöhnlich. Man merkt, dass ein Dodge-Bild schon relativ angenehm ist. Man nimmt einfach deutlich weniger Schaden. Ah, hier wäre natürlich dann das auch besser, wenn ich tatsächlich den Dodge-Bild nehmen würde. Ich wollte auch bei dem anderen Bild mal ausprobieren, wie es mit Armor ist, aber dazu brauche ich mehr Punkte.
Wobei, das ist ja auch nur Mayhem, oder? Ist das Mayhem oder? Nein, das ist Deathwish. Au. Hier kann man theoretisch. Ach ja, stimmt. Ich habe hier Gesundheitsregeneration, wenn ich mich nicht täusche. Das sind so ein paar Sachen, die ich hier drin habe. Die die Sachen interessant machen. Sehr schön. So, Giro kommt. Yep. Go. Das sollte ich mir vorzugsweise auf die Variante erledigen. Demeter und Kronos sind die einzigen, die ich nicht habe. Okay, dann nehme ich zuerst Hades. Das sollte ich mal nachladen. Die Charge ist so eine angenehme Shotgun. Ach ja. Bonk. Ups. Der Demeter und Kronos, genau. Das heißt, ich glaube, da der andere, oder? Der nichts hat. Ach halt, ich kann doch das hier noch machen. Das sollte ich nicht vergessen. Ich habe die. Ah, ich habe. Stimmt, ich habe das nicht gemaxt. Ich kann nur einen haben, das ist auch okay. Vielleicht überlege ich mir das nochmal anders und nehme irgendwas anderes statt, das ein wichtigeres. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal hier einen. Der Bild ist auch nicht perfekt. Ich könnte den optimieren, wenn ich Infamous wäre. Aber dafür müsste ich zwei Infamy-Levels haben, mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Und dann die anderen beiden noch. Das war Hades. Hades ist auf der Seite. Hab keine Ahnung, wo das genau ist. Ich kenne mich hier mal total schlecht aus. Das ist Demeter. Das wird das nächste sein, das wir, glaube ich, öffnen. Au. Ja, ich weiß, dass du ein Medical Bag brauchst. Kronos wird nicht geöffnet. Ares. Nee, das ist auch nicht der richtige. Zeus ist auch noch nicht richtig. Poseidon war es auch nicht. Du bist ein Civi, den ich gerne hätte. Hades wollte ich aufmachen, genau. Den hier. Au, das ist ein Dozer. Bunk. Krieg ich den? Wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Au. Ja, ein perfekter Bild, oder perfekt ist es auch nicht. Ach so, weil mein Bot da als einziger in der Nähe ist, das ist nicht ideal. Cuffs on. Au. Ich hätte da durchsprinten sollen. Ich wollte ihn eigentlich da stehen lassen, aber egal, hilft jetzt auch nichts. Kronos und Demeter waren nutzlos. Wen habe ich aufgemacht? Irgendeinen von denen. Egal, ich schau mal. Das war Hades, der war der Vorgänger. Au. Den haben sie inzwischen wieder befreit. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht versehentlich erschieße. Das passiert nämlich so leicht. Ares, da ist Ares. Natürlich habe ich hier auch Swan Song. Das ist einfach overpowered ohne Ende. Dementsprechend lohnt sich das auch immer zu machen. Gut, jetzt bin ich schwarz-weiß. Hey,
Go, Chiro. Hol dir das bitte. Au, ich muss hier sprinten durch, damit ich eine Chance habe durchzukommen, ohne gekillt zu werden. Au, okay, leider Pech gehabt. Nein, ich hatte gehofft, dass ich das schaffe, dahin zu kommen. Das wäre mal vielleicht schade, das dürfte kein Problem sein. Hier sollte es dürfte auch gleich aufhören. Naja, der Bild ist halt nicht sonderlich resistent. Aber ich finde trotzdem ganz angenehm. Ja. Theoretisch kann man hier immer schauen, dass man. Normalerweise will man hier oben und da unten eine Person haben und dann passt das. Ach, mein Pet wurde jetzt auch entfernt. Egal, hilft nichts. Haben die jetzt inzwischen mal ein Fade oder. Nee, immer noch Sustain. Das heißt, ich muss 2 Minuten warten. Das ist ja doof, dass im Moment keine Vault läuft. Aber gut, hilft nix. Ja, normalerweise stellt man oben. Da ungefähr. Irgendwo was auf. Und einmal unten. Und dann ist das ganz okay. Gut, naja. Ach ja, so spannend wie immer. Aber hier, da sieht man wenigstens ein bisschen, was der hat. Was hat der schon wieder für eine Waffe? Sniper Rifle mit unglaublich großem Silencer. Oder Suppressor, wie auch immer. Hier in Payday sind es tatsächlich Silencer. Die machen die Schüsse wirklich silent. Dementsprechend kann man das hier schon sagen. Also nicht tatsächlich, aber sie machen halt keine Geräusche und werden deshalb nicht detected. Bunk. Boah, die klauen den Bag. Die klauen den Bag. Hol dich den Bag zurück. Naja gut, den kann ich auch gleich selbst zurückholen. Aber gut, Jiro ist jetzt zumindest mal hier. Das dürfte helfen. Ja, sehr gut. Nächster Schritt definitiv. Tee wollte ich hier haben. Du, Jiro, gehst dahin. Dallas geht dahin. Und dann werde ich in der Zwischenzeit mal ganz kurz Zeus öffnen. Und dann transportieren wir die Sachen gemütlich zur Seite. Masterpiece, das heißt, man kann damit sprinten. Au. Das ist ein Dodge-Crit-Build. Das ist, sollte ich nochmal dazu sagen. Aber das sieht man halt an diesen ganzen rosa Dingern die ganze Zeit. Houston kommt mit, Demeter wird glaube ich nicht geöffnet. Hades hatte ich schon geöffnet. Yep, damit habe ich den Prototype. Haha. Das ist auch so eine Information, die natürlich ihr hat, aber komplett unnötig ist. Achso, ich dachte, das wäre schon fertig. Ups, ich trottel. Na gut. Dann habe ich das missverstanden. Ja, natürlich, das ist oben angekommen. Egal. Kronos war die andere Vault, die ich nicht öffne. Au. Au, au. Da, Zeus. Sehr schön. Ah ja, ich brauche wieder einen Kollegen für mich. Au. Das bitte mitnehmen, danke. Stimmt, ich habe hier auch Flashbangs mitgenommen. Einfach mal als Sache. Das Coole ist, die kann man einfach nutzen und dann kann man durch große Gruppen an Gegnern gut durchlaufen. Punkt, die machen aber theoretisch keinen Schaden, genau. Sieht man auch 0 Damage, 0-0. Au.
Aber dafür kann man halt recht gut weit kommen. Ja, bitte einmal aufhelfen, danke. Ach ja, so, den bitte nach oben bringen und dann geht's nach oben. Ich glaube normalerweise müsste auch das Minion auch mitkommen. Gerne, sehr gerne. Ups. Ich hoffe, ich habe das schon mal ausgelöst. Das stimmt. Oh, ich hätte die Dings besser genommen. Giro? Gut, schauen wir mal. Ist nicht so dramatisch. Genau, Raider Dishes. Kein Problem, kriege ich hin. Der hier ist zu groß, um ihn selbst in die Luft zu jagen, braucht Explosives an den Seiten. Es gibt ja auch einen Erfolg, wenn man alle Sachen hier oben gesammelt hat. Ich will hier nur noch mal das Lost Artifact schon mal reinbringen. Da haben wir die zweite Platte, die wir haben wollen. Das muss weg. Au. Das muss weg. Den können wir direkt in die Luft jagen. Ich habe mal nur Platz für vier zum Mitnehmen. Dementsprechend muss ich mich da mit Begnügen, das anders zu machen. Okay. Prototype, sehr schön viel wert. Ist schließlich Deathwish. Ich nehme hier noch den anderen Bag mit. Einfach, dass wir eine zweite Route haben. Gut. Es gibt ja nämlich jede Menge Sachen hier oben. Genau dafür gibt es das Achievement. Ich wollte es nur gesagt haben. Giro schafft das schon. Aber den nehme ich wahrscheinlich selbst. Was ist denn das für ein Dings? Masterpiece, kein Problem, damit kann ich sprinten. Wo ist denn mein Freund? Ist er nicht mit hochgekommen? Nein, ist nicht mitgekommen. Wie ärgerlich. Theoretisch sollte das. Den kriege ich nicht. Gut, dann eben nicht. Dann nehme ich die andere Lösung. Dann will ich das hier haben. Das ist erledigt das. Sehr schön. Dallas, du bleibst dann hier. Ist okay, ja, das Minion da unten ist egal. Doch, ich probiere es nochmal zu rufen. Rein theoretisch sollte es möglich sein. Au. Ach ja, ich habe ja Infinite Ammo, solange ich das hier mache. Egal. Dallas hilft weiterhin, das ist sehr schön. Das darf ich in der Nähe deponieren. Hier ist nichts. Es sind noch eine Handvoll Sachen übrig, wo Sachen sein können. Ich würde das nämlich sehr gerne mitnehmen. Oder lassen sich Leute von den Wänden runter? Au. So, damit haben wir die auch erwischt. Houston, bitte einmal aufhelfen, danke. Ich muss mal nach drinnen schauen, da müssten die restlichen wahrscheinlich sein. Hier ist auf jeden Fall noch mal eins. Money Bag. Das gefällt mir gut. Aber ein bisschen Gold fehlt, glaube ich, auch noch. Das kommt auch noch mit. Au. Hier ist nichts mehr. Interessant. Naja, schauen wir noch ein bisschen. Irgendwo könnten noch welche sein. Au. 3, 2, 1, go. Wo haben wir das?
Das bitte einmal stunnen. Das dürfte mir die Zeit geben, die ich brauche. Ja, vielleicht schaue ich hier nochmal ganz kurz nach oben, aber ich glaube nicht, dass hier oben was ist, aber von hier kann ich vielleicht was sehen. Den habe ich geöffnet. Den habe ich geöffnet. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich sogar alle haben von den Dingern. Wir werden sehen. Jiro wird gleich das Gold abliefern und dann haben wir entweder alles oder nicht. Ist auch okay. Gut. Das hat sich gelohnt. Ah, das Minion hat es tatsächlich geschafft. Oder den Mod. Den einen Mod, ich weiß nicht welchen Mod, bleiben die da unten stuck. Und das ist super lästig. Lock ist profitabel. Auch wenn mal eine der nächsten Missionen wahrscheinlich dann sehr lästig sein könnte. Aber das werden wir gleich sehen. Dann kann ich noch den Bild kurz zeigen. Und dann schauen wir. Ergo Grip kann ich zwar im Moment nicht verwenden. Ich habe den, glaube ich, schon auf meiner Waffe, aber gut. Inventory, Skillsets, genau. Partners in Crime. Theoretisch hätte ich hier das hier gern, aber dafür habe ich nicht genug Punkte. Wie viel bräuchte ich denn dafür? Vier. Ich glaube, ich habe zwei insgesamt, genau. Weil ich den hier brauche. Wenn ich den nicht bräuchte, um auf Sneaky Bastard zu kommen, werde ich das nehmen, aber geht halt nicht anders. Und hier auch wieder die klassischen Sachen, die man haben will. Gut. Dann würde ich sagen, Claim. Birth of Sky kommt beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß hier. Bye bye.